Hallo Community, hier sind wir wieder von Trader Online Video, der Matthias, Julian, Micha, Hallöchen. Ja, vielen Dank für die vielen Likes, vielen ausführlichen Kommentare und hat uns speziell auch sehr gefreut, dass unsere Top 10 so gut bei euch angekommen ist. Also da gab es nicht wirklich Kritik dazu, viele sagten, waren ein, zwei andere Gilden oder so, aber ansonsten wurde es wirklich sehr gut angenommen. Das heißt, wir machen mit dem Thema, denke ich mal, bei der nächsten Serie weiter. Dann gibt es immer eine Top 10 von uns. Ne? Heute reden wir über den Gilden von Ravnica Standard Showdown und über die Spielemesse Essen. Viel Spaß mit den News. Trader. Mit uns hast du gute Karten. So, aber erstmal gibt es einen Gewinner, und zwar den Gewinner der News 41. Herzlichen Glückwunsch an TF oder TF. Und wir haben Facebook-Gewinner. Zu unserer Gilden von Ravnica Display-Aktion gibt es zwei Displays, die hier rausgegangen sind. Und zwar eins an JC Moll, herzlichen Glückwunsch. Und einmal an Daniel Hadamek, herzlichen Glückwunsch. Ja, auch zu diesem Video gibt es natürlich wieder eine Ultimate Guard Sponsored Package Verlosung. Da nehmt ihr teil, wenn ihr den Kanal abonniert, das Video liked und kommentiert. Und wir füllen die Hipster Bag diesmal mit einer schönen Ultimate Guard Playmat. Und dann kommen noch rein zweimal Supreme Sleeves und ein Nationals Cap darf natürlich auch nicht fehlen. Also macht da mit. Wir wünschen euch viel Glück. Ne? Ja, dann kommen wir zu den aktuellen Themen. Am 21.10. ist der nächste Trader Liga Event, ne? Mit Standard PPTQ Premium Modern Turnier und großen Legacy bei des MKM Trials Planeswalker Punkte mal 4 für Standard und Modern Format. Hier haben wir nochmal Fotos mitgebracht, denn es gibt wieder Verlosungen. Es gibt mega fetten Ultimate Guard Support nochmal im Warenwert von irgendwie roundabout 300 Euro und MKM Gutscheine. Also da lohnt sich definitiv mitzumachen und ich schätze mal, dass ungefähr auch wieder so um die 200 Spieler wieder aufschlagen werden, denn auch gerade das Modern ist da sehr, sehr gut besucht. Also wir sehen uns da in Dülmen. Wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. So, jetzt kommen wir mal zu den Kommentaren. Tobias Weiß schreibt, hey, mega cooles Video wieder. Ich wollte mal fragen, was ihr empfehlen würdet, wenn man wieder anfängt mit Magic. Eher Standard oder Modern? Ja, das hängt ja von deinem Kartenpool ab. Also hast du noch Karten oder hast du die Karten irgendwie alle abgegeben, so nach dem Motto? Ne? Da muss man wirklich schauen, weil gerade das Modern-Turnier-Format ist ja ein sehr, sehr starkes Format, weil da alle Serien reinrutschen, die aus dem Standardformat rausrotieren. Und da ist einfach die Auswahl der spielstarken Karten einfach größer. Ja. Und viele Modern-Decks sind dadurch auch zeitbedingt auch wirklich auch teuer geworden. Ne? Also sprich, das Format ist einfach härter, würde ich mal sagen, als das Standardformat. Ne? Generell für den Wiedereinstieg oder für den Neueinstieg ist immer Standard das Format der Wahl, weil man ja automatisch mit standardlegalen Editionen anfängt, wie jetzt entsprechend Gilden von Ravnica zum Beispiel. Ne, und dann kann man mit dem Planeswalker-Decks anfangen und dann so nach und nach sich da weiter in die Materie reinfummeln und dann die zum Beispiel auch beim Standard-Showdown mitmachen, wir erst eine Erfahrung sammeln. Ne? Das genau. Ja. Okay, Joker fragt, würde mich mal interessieren, wie viele Karten Micha so privat besitzt? Das ist eine Frage, ne? Ja, also es ist ja so, also wir haben ungefähr bei Trader und irgendwie insgesamt sind das dann nachher so die Karten, die ich dann so gesehen noch privat besitze, in einem Wert von vielleicht, keine Ahnung, ne? Und so viel dann dazu an dieser Stelle. So, der Schatt fragt, wäre cool, wenn ihr die unboxten Produkte verlosen würdet. Ne, wir machen ja Display-Unboxings, Planeswalker-Deck-Unboxings und so. Und natürlich auch die Frage, was machen wir damit? Aktuell gehen diese Artikel in den Trader-Bestand, hatten wir schon mal auf den Kommentar geantwortet. Aber dabei könnt ihr uns helfen, denn je mehr Abonnenten der Kanal bekommt, desto mehr Möglichkeiten haben wir, Sponsoren zu finden, die uns unterstützen, weil die Reichweite einfach größer wird. Also insofern irgendwie können wir schon mal ein bisschen teasern. Wir können schon sagen, es wird in 2019 tatsächlich noch mehr Verlosungen auf diesem Kanal geben. Ne, aber helft uns aktiv mit, indem ihr auch wirklich Freunden Bescheid gebt. Guck mal, da ist ein Magic Channel oder Yugi entsprechend, machen wir ja auch. Also, dass wir einfach da die Reichweite erhöhen, denn das kommt euch dann wieder auch zugute, indem wir einfach da mehr Artikel raushauen dürfen und vielleicht kommt es dann auch mit so Unboxing-Token oder irgendwas. Also, wir können einfach mehr machen nach dem Motto dann da. Ne? Also, das kommt dann allen zugute. Okay, was ist über die Woche passiert? Ja, fragt den Judge. Ne, das Premieren-Video ist online. Du warst ja noch ein bisschen nervös beim ersten Mal, aber ich finde, das ist super gemacht und das sieht man ja auch, dass wir jetzt Stand heute waren, glaube ich, 150 Likes bei nur einem Dislike und ich habe gedacht, du sollst doch nicht disliken. Was ist das?
Ne? Böser Junge. Ne? Ne? Nein, aber das ist wirklich eine super Ratio, ja. Wo man auch sieht, dass das Format kommt wirklich an. Ja. Ne? Und, macht mir auch sehr viel Spaß. Und da auch, also wird definitiv halt auch ein zweites Frag den Judge geben. Ne? Und wir haben uns jetzt auf so einen 14-tägigen Wechsel mit dem Yu-Gi-Oh! Frag den Judge geeinigt, also weil auch das auch super angekommen ist, dass wir immer sagen können, so alle 14 Tage kommt, einmal kommt Magic, einmal kommt Yugi und dann wechselt ihr immer so durch. Ne? Dass praktisch jede Woche ein unterschiedliches Frag den Judge dann kommt. Also so gesehen, macht da mit, schreibt Kommentare entsprechend, ne, und ja, dann sind wir dabei. Ja, und dann, ne, als Highlight, endlich wurden wieder Karten geflippt. Wir beide haben die Gilden von Ravnica Planeswalker Decks gezockt und Duell 1 ist online mit einer Verlosung. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ja. Schaltet da rein, ne, denn das hat uns mega Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Ne? Ja, gut, dann kommen wir zu den News. Da gibt es zu sagen, der Vorverkauf ist gestartet von den Gilden von Ravnica Kids, ne, die Gilden Kids. Die haben wir in den News 40 vorgestellt. Und dann ist jetzt auch tatsächlich der Vorverkauf gestartet für die Game Night Edition und das Giftpack. Das sind so Weihnachtsgimmicks, die haben wir und die kommen am 16. November raus. Die haben wir tatsächlich schon in den News 35 vorgestellt. Also wirklich vor einer guten Zeit. Ne? Und das sind so Artikel, ja. Die kann man sich, also mit den Gilden Kids kann man sich selber belohnen, ne? Und sagen, ich lege mir was irgendwie, ich kaufe mir einfach. Ne? Aber die anderen, die Game Night, wie das Giftpack, das sind eigentlich so Geschenkartikel, leider nur englischsprachig, kann man sich auch selber mit beschenken oder aber ansonsten auch Freunde. Ja, schaut da mal in die, wir wollen es jetzt uns nicht nochmal wiederholen, aber schaut da mal in die News 35 eventuell nochmal, da kriegt ihr alle Infos. Ja, dann nochmal der Hinweis auf Frag den Judge. Ne? Da sammeln wir ja eure Fragen. Also schreibt am besten für das Video immer unter Video 1. Ihr könnt auch hier unter dieses Video kommentieren, wenn ihr eine Frage habt. Aber ganz wichtig, damit wir die rausfiltern können, verbindet das mit dem Hashtag Frag den Judge. Und Matthias schaut dann drüber, sucht sich die Fragen aus, beantwortet vielleicht auch ein, zwei Fragen mal in den Kommentaren selber. Also guckt auch nochmal da in die Kommentare rein. Ne? Aber da entsprechend wird eure Frage dann auch gesehen. Jo. Dann können wir sagen, es wird nächste Woche gibt es ausnahmsweise keine News, denn wir sind kräftig in der Vorbereitung zur Spielwarenmesse Essen. Die Spiel 18, die ist nämlich vom 25. bis zum 28. Oktober in der Grugerhalle in Essen, Nordrhein-Westfalen. Und das ist ja die größte Brettspiele- oder Spielwarenmesse, also ist nicht für elektronische Spielzeuge, aber für ganz normale Spielzeuge entsprechend, in der Welt. Ne? Und da kommen also auch wirklich, Jahr für Jahr wird es immer größer, das ist ein mega Happening. Ne? Und wir bereiten da praktisch uns auch schon drauf vor. Ihr findet uns in der Halle 2 am Stand A114, also A114, Halle 2, da sind wir wieder. Ja, Julian ist auch mit dabei, ich bin auch da am Rumtun, Jenna wird dabei sein. Ja. Ne, und da können wir uns also auch mal persönlich kennenlernen. Und das Coole ist, wir haben am ganzen Stand haben wir nur Sonderangebote. Ja, also da entsprechend, wenn ihr euch da austoben wollt oder so, das immer, habt ihr da die Möglichkeit, auch euch da entsprechend wirklich mit günstigen, sehr günstigen Schnäppchen zu versorgen. Ja, und dann sehen wir uns vielleicht auf der Messe. Ne? Also da entsprechend Spielemesse Essen, 25. bis 28.10. Gut, ja, letztes Thema ist, ja, diese Woche beginnt in den WPN-Stores der Magic Standard Showdown. Auch da haben wir im Vorfeld schon mal drüber gesprochen. Der läuft bis zum 29.12. Und da könnt ihr dann also in zertifizierten Magic Stores, wie wir einer sind, Credica Superstore, je nach Levelgrad gibt es dann diese Booster zu erspielen. Bei uns trennen wir ja immer Einsteiger von Fortgeschrittenen, dass wir nach Möglichkeit immer zwei Gruppen machen, ne, und spielen dann Standard Constructed Format. Und ein Teil der Booster wird über Platzierung vergeben, ein anderer Teil wird verlost. Das ist in jedem Store unterschiedlich, je nachdem wie viele Booster der Store bekommt. Es wurde aber noch nicht gesagt, was drin ist. Mhm. Und deswegen ist unser Highlight jetzt, dass wir mal das aufmachen. Ne? Also ich mach die ja immer auf, weil die Steuer immer zockt. Ne? So, also, wir haben drin. Oh, das ist schon mal ganz gut geöffnet. Guck mal, da habe ich schon direkt hier den Gisha Suns Avatar. Also, wir merken, die Booster sind englischsprachig. Direkt eine Mythic Rare. Und dann, ja, und den Ripjaw Raptor, ne, entsprechend auch nochmal eine Rare noch dabei. Also wir haben zwei Rare-Slots, dann haben wir ein Foil-Land in der Promo-Variante. Und wir haben eine Foil, die auch nochmal rare ist, den Elvis Clan-Caller. Das ist doch schon mal ein geiler Booster. Das ist doch schon mal ein guter Booster, würde ich sagen. Ne? Also wir sehen, wir haben im ersten Slot, in den ersten beiden Slots haben wir dann eine Rare oder Mythic Rare-Karte. Genau. Aus der aktuellen, ich denke mal, Standardumgebung wird es dann entsprechend sein. Ist ja auch der Standard-Showdown, also Karten, die wir direkt auf das Deck nutzen können. Genau. Dann wird es immer ein Foil Basic Land geben.
Und dann haben wir sowas ja sonst immer eine Vollkarte drin, die jede Rarität haben kann. Also ja, Come, Uncome, Rare, Mythic Rare. Da haben wir jetzt Glück gehabt, dass es der Elvish Clan Caller ist. Ne? Ja. Ja. Und da sehen wir aber auch M19, also Hauptset 2019 ist auch schon mit dabei. Also so gesehen Karten der aktuellen Standard-Edition. Das wissen wir natürlich nicht, ob Rivalen von... Ach, ob Gilden von Ravnica auch schon drin ist. Ich gehe aber davon aus, dass... Ja. Geht auf dem Booster drauf, also denke ich mal... Das ist immer drin. Ja, ja? War es ja. Vorher auch so? Ja. Ja. Ah, okay. Ja, dann, also ist auf jeden Fall, also ist ein super cooles Format. Das ist ja so ein Promo-Booster, den kann man also nicht im Handel käuflich erwerben. Von Wizards of the Coast gibt es ja praktisch für dich nur in diesem Store-Programm. Also, wenn ihr einen VPN-Store in eurer Nähe habt, ist das ein Grund, da vielleicht mal aufzuschlagen, weil es ist auch so, die Booster werden sollen auch anteilig verlost werden. So machen wir es ja auch. Oder auch mal ein Neuling soll mal einen Booster zugesteckt bekommen, um da richtig hart auf Magic angefixt zu werden. Ja. Ja gut, okay. Ja, dann sind wir eigentlich schon raus. Noch ganz kurz, was kommt bei uns zum Wochenende? Denn da kommt natürlich das Planeswalker Deck Duell 2 zu Gilden von Ravnica. Wieder mit einer Verlosung. Ne? Und da ist natürlich die Spannung hoch, weil, keine Ahnung, vielleicht wird es ja auch ein drittes Duell noch geben. Ja. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß. Wer weiß. Und dann noch kurz von uns der Aufruf. Abonniert den Kanal, liked die Videos, informiert Freunde, dass wir hier wachsen. Wir haben ja gesagt, wenn wir 10.000 Abonnenten haben, gibt es ein Behind-the-Scenes-Video. Auch das wird jetzt tatsächlich noch vor Weihnachten kommen, sehr wahrscheinlich. Ne? Also Vielleicht. Ja, mal die Daumen, das wird also gut weiterentwickelt. Und dann sind wir raus genau. Und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.